Kommen Sie rein, bitte. Ihren Mantel, Sir. Mr. Brenner kommt jeden Moment. Mr. Crump möchte Sie sprechen, Sir. お食事はもうそろそろここに用意した方がよろしいんでございましょう。それとももうちょっと待った方がよろしいかと。そろそろに。はいはい。sofort, Sir. Ich muss mich entschuldigen, dass ich Sie habe warten lassen. Ich gebe heute Abend ein Essen für ein paar Freunde und musste das Menü mit dem Koch besprechen. Oh, darüber zerbrechen Sie sich mal nicht den Kopf. Hier sind übrigens Ihre 10 Dollar mit Dank. Piano ga Oshironi Koroyoni. Nach dem Essen haben wir einen kleinen Klaviervortrag. Kommen Sie weiter. Ich habe ein paar Hors d'oeuvre für Sie vorbereiten lassen. Machen Sie sich bequem. Oh, vielen Dank, Sir. Das dürfte einem hier nicht schwerfallen. Aber eigentlich wollte ich Ihnen nur die 10 Dollar zurückbringen, Sir. Deshalb bin ich hier. Ich glaube, ich kann sie erübrigen. Oh, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Es ist nur so, dass ich Schulden gern sofort bezahle. Ich bin so gewöhnt. Meine Frau achtet peinlich darauf. Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Ah. Oh, ist das ein Originalgemälde, Sir? Ja, die meisten hier sind Originale. Dies kommt aus Österreich, 1761. Entdeckung und Eroberung von Amerika. Ach, Entdeckung und Eroberung. Alles da drin. Beinahe. Na, wenn das echt fantastisch ist, guck sich das einer an. Ha, so war das damals also. Wissen Sie, ich lege jetzt einfach die 10 Dollar hier auf den Tisch. Auf diese Weise bin ich Sie los. Jetzt kommen Sie. Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung. Kosten Sie eins davon. Am besten, Sie kosten gleich mehrere. Ja, wenn Sie meinen, Sir. Sieht gut aus. Dankeschön. Darf ich? Bitte. Und woran würden Sie als Erfrischung denken? Oh nein, nicht, wenn ich im Dienst bin. Sie sind doch fertig für heute, oder? Naja, so gut wie, Sir. Haben Sie einen Wein? Den Keller voll. Nur ein Glas. Was für einen hätten Sie gern? Roten? Sore Caracci, Cacara, Bosole o Cono Colombo. Was halten Sie von ein wenig Musik? Das ist ja eine Wahnsinns-Musicbox, Sir. Die hat bestimmt ein paar Dollar gekostet, was? Ein paar, ja. Mögen Sie Musik? Oh ja, höre ich von früh bis spät. Meine Frau ist verrückt nach Musik, wissen Sie. Ah ja, klassische. Aber ja, Beethoven und dann der andere mit der Hochzeit von diesem Figaro. Mozart. Ja, sowas. Sie mag Rockmusik auch. Wenn die Nichten da sind, dann wird nur die gespielt. Eine Menge Rock. Wie wär's damit? Das ist Puccini. Nein, 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 nein. Das ist Madame Butterfly. Ja? Das ist ja komisch. Das ist nämlich auch ein Lieblingsstück von meiner Frau. Ich weiß. Sie wissen's. Hm. Sie haben meine Wohnung abgehört. Natürlich. Aber nachdem der Direktor sich mit Ihnen getroffen hatte, ließ ich die Wanzen sofort entfernen. Na, ich bin froh, dass meine Frau davon nichts weiß. Wirklich? Ich muss schon sagen, fabelhaften Klang hat das Ding. Quadrophonie. Es ist ein propres Mittel zur Beruhigung der Nerven. Sind Sie nervös, Sir? Oh ja, wir brauchen alle unsere kleinen Gegenmittel und ich kenne zufällig das Ihre. Und was wäre das, Sir? Zigarren. Nicht wahr? Naja, wenn Sie mich so fragen, ja. Ich habe da ein paar ganz besondere für meine Gäste. Wir könnten zusammen eine probieren. Das nehmen Sie vielleicht mit. Kommen Sie, wir gehen nach nebenan. So, hier habe ich die kleinen Schätzchen. Sie haben einen Schneider? Ich habe was? Einen Zigarrenabschneider. Oh nein, sowas trage ich nicht mit mir rum. Dann werde ich mir erlauben, es für Sie zu tun. Ja, machen Sie nur. Sie haben da mehr Erfahrung. Sie spielen gern Spiele, wie? Ja. Ah, das hier kenne ich, Backgammon, das habe ich schon mal gesehen. Und ich kenne auch Pokern. Darf ich?
Nur zu. Was ist das? Mahjong. Was? Mahjong. Aha. Und all diese Spiele spielen Sie um Geld, ja? Allerdings. Aha. Hm. Sie mögen Glücksspiele, Sir. Was gibt's sonst schon? Ihre Zigarre. Die Streichhölzer sind hier drüben. Arigato. Wie schmeckt Ihnen die Zigarre? Die ist echt klasse, Sir. Kubanisch, ne? Sie sehen, die Schweinebucht war kein totales Desaster. Hier, bitte sehr. Sehen Sie, ob er Ihnen schmeckt. Auf schöne Zeiten. Verzeihung, wer ist die Lady auf dem Bild? Das war die letzte Prinzessin von Thailand. Meine Güte. Oh, und die vielen Orden hier. Sie haben sich gut gemacht im Krieg, was? Ach, einigermaßen. Die da, wo haben Sie die bekommen? Korea. Mein Gott. Oh, was ist das? Geben Sie sich keine Mühe. Es ist in Latein. Kleine Aufmerksamkeit der Münchner Universität. Auszeichnung für besondere Leistung. Universität des Staates New York. Trustees Columbia-Universität, Zertifikat, ein gewonnenes Rennen, ein erfülltes Leben, was? Ich finde es langweilig. Ach, was für ein Leben. Entschuldigen Sie, was für ein Flugzeug ist das? Das? Oh, das, das ist die T-33. Silver Star. Ah ja. Und das daneben der Maschine sind Sie. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe mal darüber gelesen. War sehr berühmt während des Krieges, nicht wahr? Das bekannteste Flugzeug damals. Mhm. Sie sind eben ein Held. Und Sie haben Macht. Leben in einem phänomenalen Haus. Mhm. Ein echter Held. Und die vielen Sprachen, die Sie sprechen, das soll ein langweiliges Leben sein. Ne? Mahjong. Wie spät haben Sie, Sir? 7:15. Oh, da muss ich los. Ich bin ja mit meiner Frau zum Abendessen verabredet. Das tut mir leid. Sie waren äußerst freundlich. Ich hole Ihren Mantel. Ich habe nur eine einzige Frage.